Hallo und Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich euch zur Folge von Let's Play Mario Galaxy 2 begrüßen. In der letzten Folge haben wir Bowser besiegt, oder Bowser Jr. waren relativ scheiße. In dieser Folge möchte ich nicht so scheiße. Ach nee, halt, das war ja die mit den. Das war ja dieses Level. OMFG, okay, dann machen wir doch mal weiter mit der. Machen wir die Klappstadt-Galaxie? Ich glaube, ich habe Bock auf die Klappstadt-Galaxie. Ich habe Bock auf die Klappstadt-Galaxie. Einfach was zu einem epischen Namen. Ich meine, Klappstadt. Fast wie Kapstadt. Nur mit einem L. Genius, Nintendo. Ja. Gehen wir da rein zwischen Klippstadt und Klappstadt. Aber das ist die Klappstadt-Galaxie. Warum gehst du dann Klippstadt auch? Mach mal, ist Nintendo sehr verwirrend. Los, Mario. Mario Time. Ayo. Kann ich den von der Seite? Aua. Lass mich ran, ich kann tauschen. So. Und jetzt kann ich den killen. Aha. LOL, hatte der etwa das Zeichen der Corona auf seinen Rücken? Das sah gerade eine Sekunde so aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nur wieder halluziniere. Aber da geht's nirgends hin, oder? Na gut, ich kann halt. Okay. Dann kommen wir mal auf die Seite. Was würde ich da? Ich habe da Dings noch umgedreht. Oh Gott. Was hier? Oh. Hi, Toad. Ich hasse dich. Ich hasse. Kann ich. Aber warum kann ich hier so. Auch. Was? Nein, was machst du da? Ganz ehrlich. Wer soll das kommen sehen? Was ich jetzt aber dann doch nochmal gucken will, hat der das Zeichen der Corona auf seinem Rücken? Auf seinem Bauch? Komm mal her, bitte. Sieht ein bisschen so aus, ne? Ich meine, klar, es ist jetzt ein Stern und im Mario gibt es nun mal Sterne, aber ich muss da irgendwie an Zelda, Goron und so denken. Keine Ahnung warum, ist einfach so. Die machen auch so ein bisschen so Goron-Geräusche. So, ich werde hier mit keinem einzigen Tod sprechen. Werde ich nicht tun. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht runterlaufe, weil alter Shit ist halt assi, ey. Kommst du hier drauf? Arigato? Okay, da bist erstmal du. Du wirst gefickt. Hier hängt ein Hut und eine Tasche. Warum ist hier ein halbes Haus? Naja. Klopf, klopf. Ah, da geht's wohl nicht mehr dahin wieder. Oh, warte. Das wollte ich allerdings auch haben. Okay. Weitere Kometen. Münze, was? Okay. Aua. Werde das erwarten sollen. Öffne dich. Gut, dass ich darin überhaupt nicht scheiße bin. Na, wenn wir niemals schaffen, wa? Auch wenn man das locker in der Zeit schaffen könnte, aber. Ja, fast. Halt, ich war den Stern. Hallo. Du, aber die greifen mich ja auch gar nicht an. Die sind ja voll lieb. Voll die netten Dudes. Voll die netten, sympathischen Dudes. Halt, warte mal. Ich weiß nicht, ob man da auf die. Ich wollte da nicht runter. Oh, ich bin hier richtig. Hätte ich nicht erwartet. Dieses Level verwirrt mich. Da hinten war Captain Toad. Ich bin sehr froh, dass wir nicht mit ihm geredet haben. Was? Ich wollte eigentlich einen Weitsprung machen. Ich brauche die Münze. Ach, die ist da oben. Ich habe gedacht, die wäre vorm Ketten. Und okay. So, ich habe meinen Bram wieder hart gefuckt. Oh, Hallöchen. Stirb mal bitte. Hey, yo, danke schön. Oh Gott. Oh Gott. Oh, nice one. Das necken wir uns ja. Das ist ja praktisch geschenkt. Oh Gott. Puh. War an der Tür. War lol. Okay. Ja, Moment mal. Dann muss ich jetzt hier einfach nur hoch, oder? Okay. Ich bin immer noch sehr verwehrt. Ich komme da noch nicht richtig mit klar. Okay, hier gibt es zwei Seiten. Ist hier irgendwas Tolles? Münzen. Ein Fragezeichenblock. Was ist das nur? Nochmal Münzen. Oh, was ist das hier? Ich glaube, hier geht's weiter. Ja, dann tschüss, ne? Oh, da hinten ist irgendwas. Wir werden da erstmal nicht runtergehen. Jetzt aber. Was?
Warum hab ich das noch getroffen? Ah, da runter! Mario! Ah, hoch? Nein, doch nicht hoch. Nein, Mario, Mario, nein, nein! Mario, nein, Mario, irgendwie, irgendwas, nein! Ich wurde nicht gerettet. Mario. Jetzt wollte ich mal gucken. Das war dumm. Ob's auf der Seite irgendwas Tolles gibt. Tatsächlich ist es nicht ganz so spektakulär. Es ist nicht genau das gleiche. Boah, Alter, ich... Die Steuerung, ich... Nee. Hoch, Mario. Hier bleibst du auf der Seite erstmal. Hier können wir ja so bleiben. Das ist ja kein Problem. Hier gehst du runter, genau. Und hier muss ich unten bleiben. Naja. Nein, muss ich nicht. Doch, muss ich jetzt erstmal. Jetzt hoch. War zu früh. Jetzt hoch, Mario, bitte geh! Oh, danke. Okay, gut, das hätten wir geschafft. Hier müssen wir logischerweise da runter. Dann können wir den kurz killen. Uns ein paar Dings snacken. Was ist in dieser Kiste? Wahrscheinlich nur eine langweilige Münze. Es ist eine langweilige Münze. Dann gehen wir doch mal hier rum. Okay. Was haben wir hier? Ach nein, nicht. Okay, Luma. Das ist ein Boss. Wie viel Leben haben wir denn? Wir haben... Sollen wir was für 30 Sternteile kaufen? Ah, ne. Lass uns mal. Ja, ciao. Den packen wir so. Der Boss sieht nicht allzu schwer. Oh, ich hab's gesagt. Wir werden so hart verkacken, Leute. Wach auf! Ich muss sagen, die ist so wunderhübsch. Das könnte 6-6 Mutter sein. Okay. Ich komm wahrscheinlich außen rum, ne? Halt, ich wollte ihn nicht. Tschüss. Fuck. Ich muss überlegen, wie ich hier am besten, wenn ich mich jetzt vielleicht beeile. Genau. Okay. Ich habe noch nicht die beste Hit-Taktik rausgefunden. LOL, was ist das denn? Was ist das? Ist das ihre Muttermilch oder so ein kranker Scheiß? Braucht die... Habe ich gerade wirklich Muttermilch gesagt? Ich glaube, irgendwas stimmt mit mir nicht. So. Wenn ich mich jetzt beeilen kann, ich sie hier treffen. Warum bist du nicht weiter, du blöde Bitch, du? Lass mich weg, lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass... Natürlich schießt die andauernd die scheiß rote... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir schaffen das. Die ist nicht schwer. Wir schaffen das. Ich muss da nur mal reinkommen. Alles easy, Leute. Alles easy. Fuck! Nein, 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 nein. Oder hier kann man doch sogar so rum. Konnte man. ein bisschen ängstlich. Also überspringen? Kann ich. So, das war schon mal der erste. Ciao. Okay, ihre Muttermilch. Das ist einfach ihre Muttermilch. Punkt aus, komm hierher. Nicht auf die andere Seite, Dude. Ich meine, du bist ja echt hübsch und so, aber... Ich bin noch nicht bereit für eine... Ich hab die jetzt echt nicht getroffen. Halt, warte. Fuck, 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 fuck. Ich hasse diesen Schleim. Die spuckt ihn aber auch immer genau da, wo ich gerade hinspringen möchte. Komm ein bisschen verarscht von der Hure vor. Komm her. Ein bisschen davon. Natürlich. Weißt du, denkst du, du könntest jetzt ein bisschen... Natürlich, jetzt steht es natürlich wieder... Ey, Leute, die trollt mich aber auch hart, ne? Schon ein bisschen hier runter... Alter, ich habe gerade einfach den falschen Knopf gedrückt. G fucking G. Hier hin, komm hier hin. Hier ist schön, komm hier hin. Komm, dreh dich doch um, du. Ey, der Boss regt auf. Der macht mich aggressiv. Hier hin vielleicht. Hm,
Geh mal hier rein. Na! Da! Wenn du deinen Plan ausgetüftelt hast, wie du sie jetzt treffen könntest, tut sie genau da ihre Scheiß, was weiß ich, was das für eine Grütze ist, hin. Und du kannst sie nicht mehr treffen. Der Bossfight wird länger werden, Leute. Jetzt komm doch hier, bitte komm doch einfach. Boah, du blöde, hässliche Bitch, du. So, Treffer 2. Finally. Was ist denn das überhaupt für ein Viech? Das ist eklig. Ekelhaft, Erdbeerkäse. Komm, lauf einfach ein bisschen nach rechts, okay? Weißt du, eigentlich habe ich gedacht, wir... Nein, natürlich habe ich es nicht getroffen. Am besten, weil sie trifft mich jetzt nochmal, was auf jeden Fall sehr fair wäre, Kappa. Komm nochmal. Wir können doch über alles reden, Baby. Ich meine, ich liebe dich doch noch. Wie? Nice. Er lebt dich doch nicht mehr, ich mach Schluss. Ciao. Jeden Stern will ich nicht einsammeln. Luigi? Stern? Willst du? Okay. Aber wir haben einen Stern. Ich will den Stern nicht haben, Mann. Naja, okay. Da sind wir zurück aus einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt, mit der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene. Sorry. Ich habe da einen Brief für den Baby Luma. Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Mein lieber Baby Luma, auch wenn du dich manchmal einsam fühlst, sei dir sicher, dass wir auf dich warten. Grüße Mario von mir. Mal ein Geschenk, um euch die gefährliche Mission zu erleichtern. Möge die Kraft mit euch sein. Schwing. Falscher Film. Ja, fick dich. Wow, der Brief war ein ganze 50 und kein Absender, sonderbar. Ja, wer war das nur? Das haben wir uns schon in der letzten Folge gefragt. Ich weiß nicht in welcher, weil ich gerade so viel verproziere, dass ich keinen Überblick mehr habe, welche Folge ich wann aufgenommen habe. Wir haben mal den 24. Juli, so als Info.